Hallo und herzlich willkommen zu Folge 339 der Sims 4 100 Baby Challenge. Maggie schläft noch, die kann nachher aber auch aufstehen und was frühstücken. Cass und Luna sind schon wach und sind schon am Frühstücken. Es ist echt früh und hier die Blätter sind ganz eklig und irgendwie stinkig geworden. Die müssen wir gleich mal wegräumen und boah, ey Tinkerbell. Maggie ist jetzt wählerisch beim Essen. Okay. Was die bei uns rumhängt, das ist unfassbar. Oh, wer geht denn? Hieß das Rapunzel? Ja, das Rapunzel. Guck mal, habe ich doch sofort erkannt. Trägst du da Kniestrümpfe auf diese Leggings? Nee, es ist eine Strumpfhose und da drüber Knie. Okay. Die Sonnenbrille ist allerdings sehr cool, das muss man sagen. So. Annabeth hat jetzt Geburtstag. Da kam eben die Meldung. Ja, Annabeth hat Geburtstag. Die müssen wir gleich älter werden lassen. Ich mache mal hier wieder Platz für neue Beiträge. Oh, Schneewittchen, du bist wach. Du könntest mal Annabeth älter werden lassen. Erstmal könntest du sie hier versorgen und dann könntest du sie älter werden lassen. Ich habe in Vorbereitung auf die nächsten Folgen 100 Baby Challenge hier Märchen gegoogelt und jede Menge Namen aufgeschrieben. Das heißt, wir können jetzt mit Schneewittchen wieder ganz viele Bücher schreiben, weil ich würde gerne hier dieses Bestreben abschließen. Oh, guck mal, sie muss nur noch ein Buch veröffentlichen, damit sie hier diesen Meilenstein erreicht. Okay. Und ich habe gemerkt, wie viele Märchen es gibt, von denen ich noch nie im Leben gehört habe. Oh mein Gott. Ich mag Märchen total. Deswegen dachte ich so, ich hätte sozusagen so halt einigermaßen halt passables Allgemeinwissen, wenn es um Märchen geht. Aber nein. Oh mein Gott. Annabeth, ich habe auch eben neue Merkmale wieder generiert für alle, ist anhänglich. Das heißt, wir haben im Moment ein unabhängiges Kind und ein anhängliches. Oh, guck mal, sie hat braune Haare. Süß. Wir haben so viele schwarzhaarige Kinder, wie wir bei Phoebe auch blonde Kinder hatten, jede Menge. Sehr, sehr goldig. No. Annabeth, wie geht's dir denn? Bist direkt müde. Schneewittchen, möchtest du die Kleine dann jetzt mal in den Schlaf lesen vielleicht? Annabeth in den Schlaf lesen, genau. Du bist wach. Warum bist du traurig? Ekelhaft. Alle haben im Moment diese Feinschmecker-Marotte. Ihr habt doch gesagt, Schneewittchen mag im Moment die Leute nicht wegen ihrer Star-Marotte. Könnten wir natürlich... Wo sind die Marotten? Ist das hier? Nee, ich glaube nicht, ne? Die können wir hier gucken, oder? Ja, hier. Vielleicht wegen nicht anfassen. Das könnte sein, dass sie deshalb die ganzen Leute nicht leiden kann. Ja. Wir haben immer noch eine Marotte, die kommen könnte. Was ist das hier? Alle Marotten. Die es gibt. Ha. Spannend. Okay, und die Kinder müssen in einer Stunde in der Schule sein. Okay. Bewegungsfähigkeit erworben. Okay, ist auch gut. So, Schatzi, bringst du jetzt Annabeth ins Bett? Nein, anscheinend nicht. Denkfähigkeit erworben, okay. Nein, ernsthaft, kannst du Annabeth mal in den Schlaf lesen? Hast du hier irgendwas kaputt gemacht? Nee, es ist nur der Regen von diesem wasserfließenden Geräusch, okay. Und Alex, wie geht's? Oh, dir geht's echt gut. Wenn du aufwachst, kannst du mal noch ein bisschen mit Puppen spielen, weil du bist schon echt richtig weit. Genau, du bist am Anfang von Level 4. Das heißt, du näherst dich so dem Ende deiner Kleinkindkarriere. Gibt es im Moment ein Kind, was hier vor der Schule noch irgendwas von mir braucht? Halt, Spaß wäre bei dir gut, aber du isst im Moment noch. Möchtest du hier noch eine Viertelstunde lang tanzen? Hm? Ist doch vielleicht ganz nett. So. Okay. Und du kümmerst dich um das Kind. Ja, super. Möchtest du... Wobei, warte, die Schule geht jetzt jeden Moment los. Ich dachte, sonst hättest du hier draußen noch die Blätter wegräumen können. Aber ich glaube, das schaffst du vorher nicht mehr. So, dann kannst du auch zur Schule gehen. Oder nein, die Meldung kam noch gar nicht. Du wolltest nur auch tanzen. Okay, von mir aus. No, du bringst das Kind ins Bett. Das ist ja lieb. Dann kannst du danach mal duschen und danach kannst du mal was essen. Und jetzt geht ihr von selbst zur Schule. Fantastisch. Reste nehmen.
Was ist mit dir? Du gehst auch zur Schule. Ach, guck mal, Kind, was du für Bedürfnisse hast. Das ist ja ein Träumchen hier. Maggie ist zur Schule, Supi. So. Okay. Und danach kannst du eigentlich ein Buch schreiben, meine Liebe. Ich bin immer noch am Überlegen, ob wir noch eine Katze adoptieren sollen. Ich sage ja eigentlich schon. Hä? Es ist so, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mit Heidi, das ist so doof gelaufen. So, dann kannst du danach, wie gesagt, mal ein Genrebuch schreiben. Was schreiben wir denn mal? Könnten ein Sachbuch schreiben mal. Warum nicht? Du hast dir jedoch hier jetzt nichts Besonderes gewünscht, oder nein? Freundlich zu Don sein, naja. Blätter rächen. Ich würde ja hier das wegräumen, aber Maggie braucht ja Verantwortung. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt Verantwortung, das alles hier wegzuräumen. Und vielleicht vergiften sich die Paparazzi davon und atmen irgendwie giftige Dämpfe ein. Man kann die Hoffnung ja nicht aufgeben. Also von daher. Vielleicht hilft uns das ja zur Abwehr oder so. Weiß ich nicht. Aber vielleicht schon. So, das liebe Schneewittchen isst jetzt hier was und denkt an Bären. No. Wie schwanger bist du eigentlich? Du bist im zweiten Trimester, okay, und du kommst ins dritte in 11 Stunden. Das heißt, du ziemlich in der Mitte der Schwangerschaft, könnte man sagen. Und hier war der Vater der Einsiedler, ne? Ja, ich glaube schon. Ich komm nicht mehr mit. Irgendwo, Schneewittchen, so die ersten 4, 5 Väter hatte ich noch den Überblick. Bei Phoebe war ich noch ziemlich gut und jetzt bin ich so komplett verloren. Ich habe keinen Plan mehr. Ach ja. Okay. Genau, dann kannst du das mal, auch guck mal, hier sie. Ich wollte gerade sagen, sie spült von Hand. Dabei haben wir doch eine Spülmaschine, aber haben wir gar nicht. Wir machen das ja immer mit unserem tollen Geldgebermülleimer. Ganz ehrlich, eigentlich ist das der Grund, warum wir die Baby-Challenge überhaupt finanzieren können. Ich meine, inzwischen verdienen wir Geld, aber damals bei Phoebe war das teilweise das Einzige, was uns geholfen hat, unsere Kinder zu ernähren. So, jetzt können wir mal ausschalten, wenn da niemand ist. Ist es nicht automatisch? Automatische Lichter, alle Lichter? Irgendwie ist es da trotzdem hell. Weiß ich ja nicht. Tantiemen. Ja. Name des Buches. Genau. Ich dachte, wir könnten ein Kochbuch schreiben. Das ist ja ein Sachbuch eigentlich. Und dann könnten wir das nennen, das Märchen vom Schlaraffenland macht. Wie schreibt man Schlaraffenland? Wie habe ich das denn hier geschrieben in meiner Liste? Mein inneres Legastheniker-Kind ist überfordert. Na, wo hatte ich das denn? Ah. Schlaraffenland. Rezepte aus der Buchholzküche. Denn wir wissen, Familie Buchholz. Stipendien, ja. Hat eine Tendenz, mit Ohrenschmalz zu würzen. Und diese Weisheiten muss man natürlich weitergeben. Wir werden angerufen. Maggie soll Verantwortung lernen. Und es hat immer noch nicht gereicht, dass. Ach so, ja, gut, Verantwortung war auch gar nicht so hoch bei ihr. Ne? Wir wollten zwar Verantwortung steigern, aber so krass hoch war das auch letztes Mal nicht bei ihr. Aber jetzt ist es fast okay. Dann denke ich, kann sie heute älter werden. Weil ich glaube, Einserschülerin ist sie schon, ne? Ja. Wir werden schon wieder angerufen. Meine Güte, was ist denn das heute hier für ein Callcenter? Detlef! Ich möchte keine moralischen Urteile fällen, aber ich habe gehört, dass du erwischt wurdest, wie du deine bessere Hälfte betrogen hast. Du solltest versuchen, deine Angelegenheiten aus der Öffentlichkeit zu halten. Wie kannst du es sagen und so anzuschuldigen? Wir hatten noch nie eine bessere Hälfte. Wenn wir eine Hälfte von irgendwas wären, dann wären wir die bessere Hälfte. Was? Ich nehme an, worauf er anspielt, ist, als hier dieser Mann, dieser Theodor hier, mit dem wir im Moment nichts mehr zu tun haben, hier stand und wir mit dem Einsiedler geflirtet haben. Aber Theodor, lasst mich das hier gerade mal checken. Wir haben doch keine Beziehung mit dem.
ruft uns Harry an. Harry, wir sind am Arbeiten, Schatzi. Ich muss hier gerade mal was checken. Romantisches Interesse. Liebende, ist aber auch kein romantisches Interesse. Seelenverwandte mit Hendrik. Wer war nochmal Hendrik? Guck mal, wie viele Seelenverwandte wir haben. Unsere Seele scheint mindestens so viele Geschwister zu haben wie Schneewittchen im echten Leben, wenn wir so viele Seelenverwandte haben. Ja, wir haben nur Seelenverwandte und liebende romantische Interessen. Wir haben keinen Partner. Detlef, wie kannst du es wagen? Ich finde es sehr irgendwie vielsagend, dass Detlef, mit dem wir ja auch mal was hatten, es nicht damit umgehen kann, dass wir so leben, wie wir eben leben. Das ist, ich meine, wenn er engstirnig ist, dann ist das ja sein Problem. Und wenn Theodor nicht damit umgehen kann, in der 100 Baby Challenge zu sein, dann hätte er irgendwie, keine Ahnung, sich nicht von mir erstellen lassen sollen. So, Hendrik, unser Seelenverwandter, einer unserer vielen Seelenverwandter, ruft an. So, mein PC ist kaputt gegangen, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich war gerade dabei, etwas zu programmieren. Könnte ich die Computer auf der Geekcom benutzen, um weiterzumachen? Aber ich möchte nicht alleine hingehen und wollte dich fragen, ob du vielleicht mitkommen würdest. Es tut mir leid. Wir wurden heute schon beleidigt wegen unserer öffentlichen Beziehungen. Wir verkriechen uns jetzt drin, außerdem regnet es. Und wir haben keine Lust, auf die Geekcom zu gehen. Und von dir haben wir auch keine Interessen mehr zu erfüllen. Aber ich bin heute richtig in Fahrten. Ich bin richtig nett zu allen Leuten, mit denen wir hier zu tun haben. Oh, warte, mit Hendrik hatten wir noch gar nichts. Hatten wir mit Hendrik noch gar nichts? Da hätten wir vielleicht doch gehen sollen. Ist das nicht der Weißhauptknabe? Doch hier, weil der wurde eben gerade so angezeigt, als hätten wir mit dem nur einen grünen Balken und keinen rosanen. Ja gut, das ist ja gut, dass wir nichts mit dem gemacht haben. So, der hat ja seine Aufgabe erfüllt. Ich tue halt, ich in meinem Kopf ist es eben so, dass es eben bekannt ist, was Schneewittchen hier macht. Und ich bin ja da ganz bewusst, wir erklären nie ewige Liebe, wir bieten niemanden Freund zu sein und so weiter. Wo ich denke, wir versprechen nichts, was wir nicht einhalten. Wer damit nicht umgehen kann, soll das Weite suchen, halt so von Schneewittchens Seite aus. Außerhalb bezwingen sie bei uns zu bleiben, weil wir die Tür abschließen oder so, was wir ja manchmal auch machen. Aber, so... Was hat dieser blöde Detlef zu reden? Nur weil er uns noch hinterher heult. Bei Phoebe war es ja so, dass wir am Ende mit Joffrey zusammen waren. Mit Phoebe ist Phoebe ja immer noch. Und halt Joffrey war ja auch so ein bisschen in der Art wie Detlef, dass er halt auch permanent überall aufgetaucht ist, wo wir waren. Der war ständig bei uns. Aber der Unterschied war, Joffrey hat uns so akzeptiert, wie wir waren. Und war nicht so ein Lästermaul. Deswegen denke ich, Schneewittchen wird am Ende auf keinen Fall mit Detlef zusammen sein. Weil das können wir besser. Mhm. Aber das ist nur am Rande. Während Schneewittchen hier schreibt und ich sonst hier nicht viel zu machen habe während dem Let's Play, halte ich bitterböse Monologe über irgendwelche Sims. Du kannst hier dann nochmal verwenden gehen und dann nochmal mit Puppen spielen. Level 3 der Bewegungsfläche. Ach, warte, Percy. Möchten wir rüberkommen? Eigentlich gerade nicht, Schatz. Wir wollen unser Buch schreiben, damit wir diesen Meilenstein heute abschließen können. Ja. Außerdem wäre es cool, wenn Alex... Ich meine, sie muss nicht heute komplett älter werden, aber wenn sie ein bisschen mehr noch aufbauen könnte an der Fantasie. Ich meine, sie ist auch dran, ist gar nicht schlecht. Und dann hoffentlich könnte heute Maggie älter werden, das wäre auch richtig gut. Ja, das sind so die Pläne für heute. Nö. Ich habe Pläne. Verrate ich euch die Pläne? Ich glaube, es ist besser, wenn ich die noch nicht verrate. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, was wir mit Schneewittchen machen, wenn die Challenge in die nächste Generation geht. Was vielleicht so ein Ding für sie wäre. Ich weiß noch nicht, wie das mit der Umsetzung klappt. Aber ich habe Gedanken und ich habe Ideen. Nur, dass ihr das wisst, manchmal denke ich. Aber ich kann euch noch nicht sagen, was. Tut mir leid. Ich habe eben Kaffee getrunken und er war zu stark und jetzt bin ich hyperaktiv und rede dummes Zeug. Es tut mir leid. Ja, was ist hier mit den Kindern? Ich skippe mal hier so ein bisschen Zeit, weil so furchtbar viel passiert hier im Moment nicht. Außer du musst gleich was essen. Dann machen wir wieder normale Zeit und stellen schon mal, hoppala, stellen wir schon mal Essen raus. Ja. Mein Wunsch ist ja, wie gesagt, dass wir den, weil ich glaube, wenn man den Meilenstein hier Schriftstellergedöns abschließt, kann man am Ende
Möchtest du jetzt direkt schon was essen? Ja, wäre vielleicht besser auch für dich, ne? Kann man so eine Autobiografie schreiben, die so richtig ewig lang ist? Das würde ich mit Schneewittchen gerne machen, weil sie schreibt ja Märchen und dann kann sie am Ende schreiben Schneewittchen als Märchen, was ihre Autobiografie ist dann. Und vor allem Schneewittchen hat viel erlebt. War schon im Weltall, hat Pokale gewonnen, ist 5 Sterne Star, 5 Sterne Star, hat extrem viele Kinder, also, ne? So, können wir das jetzt hier mal veröffentlichen und gucken, was dann die nächste Aufgabe ist. Ja, und das habe ich mit ihr vor, deswegen arbeite ich im Moment hier dran. Und wir wollten ja noch alle Welten mit ihr sehen. Das heißt, wir müssten auch mal an unserer Geschicklichkeit arbeiten, weil die müsste dann zu Level 10 noch gebracht werden. Aber ich glaube, das schaffen wir. Wir verschwinden aus dem Rampenlicht. Warte nur, wir veröffentlichen jetzt ein Buch. Kannst du es wagen? Was für eine Unverschämtheit. So. Yay. So. Was ist jetzt hier? Level 10 der Schreibfähigkeit. 3 Bestseller fertigstellen. Das ist das Einzige, was wir machen müssen in diesem Dings. Okay. Guck mal, da ist Dirk. Dirk ist ein viel netterer Promi. In dem Sinn, dass er uns nicht irgendwie anruft und sagt so, ich will ja nicht irgendwie, ich will dich ja nicht beleidigen. Oder irgendwie so, ich will ja nicht schlecht über dich reden, aber ich werde dich jetzt beleidigen und schlecht über dich reden. So. Ich finde das so dämlich, irgendwie, wie Detlef das gemacht hat. Es tut mir leid, aber es regt mich auf. Ich finde das immer generell dämlich, wenn Leute so sagen, so, ich will dir ja nicht zu nahe treten oder ich will dich irgendwie, das soll kein Hate sein oder das soll keine Beleidigung sein, aber du bist hässlich und du stinkst. Also nach dem Motto, wo ich denke so, in welcher Welt ist das keine Beleidigung? Yay! Sie kann älter werden. Und Cass ist Zweierschülerin, aber es ist auch okay. Sie ist wieder in ihrer Space Ranger-Uniform hier. Das ist schon interessant, ne, wie sie da aussieht. Schatzi, möchtest du mal zur Toilette gehen und dann zum Erwachsenen werden? Klingt das wie ein Plan? So, du kannst dann mal aufstehen und was essen, Schatzilein. So, Schneewittchen, möchtest du danach vielleicht an deiner Geschicklichkeit arbeiten? Das wäre doch vielleicht nett. Was könntest du denn, Mama? Du könntest dein. Man kann doch jetzt Betten irgendwie, ne? Verbessern. Dafür brauchen wir Objekte. Dann kaufen wir Tuning-Teile, meine ich. Das sind die Objekte. Bestellung. Tuning-Teile. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da! Okay. Gewöhnliche Altmaterial. Ich weiß nicht, was es ist. Wir kaufen es auch mal. Wir sind ja reich. Wir können ja jede Menge Schrott kaufen, um dann unseren eigenen Schrott besser zu machen. So. Jetzt aber. Verbessern. Matratzenhärte, Massagefunktion. Stellt mal vor, man hat ein Bett, was einen massiert. Es gibt ja auch so Massagesessel, ne? Also irgendwie die so in Kaufhäusern stehen oder so, wo man dann Geld einwerfen kann und dann massieren die einem und so weiter. Ich kann da ja kaum drauf sitzen bleiben. Ich bin so kitzlig, also nicht generell immer, aber bei diesen Stühlen, ich weiß nicht, was es ist, irgendwie, das ist für mich wirklich so. Wenn ich da drauf sitze und ich jetzt Anfang Januar hatte ich so die erste richtige Massage, die ich bekommen habe, also halt von jemandem, der es so richtig beruflich macht und so. Du brauchst nicht alles aufrechnen, ich möchte nur, dass du hier das wegwirfst, das wäre mir lieb. Wobei es können auch die Kinder machen, eigentlich, das musst du gar nicht machen. Wo war ich? Ja, und ich hab eine Massage bekommen. Das war halt wirklich so, oh, angenehm, angenehm. Ha, kitzlig. Und dann wieder angenehm, angenehm. Das war ganz schlimm. Also es war überhaupt nicht schlimm. Es war mega angenehm. Aber das Kitzlig-Ding, das war schlimm. So. Wie weit bist du, Schatz? Möchtest du nun, hast du dir schon was zu essen genommen? Ja, dann können wir das ja wieder wegstellen und dafür einen Kuchen rausstellen. Ups. Habe ich jetzt das fast die Spinatfrittata ins Waschbecken und damit aufgeräumt. Aber ich glaube, jetzt habe ich es doch noch mal richtig gemacht. So, hier ist noch ein ganzer Kuchen. So. Dann kannst du das mal auspusten. Du bist Maggie, ne?
Ja, du bist Maggie. Dann gucke ich gerade mal nach deinen Merkmalen. Ich Schneewittchen, warum läufst du wieder raus? Ich habe dir doch gesagt, du kannst aufhören, alles aufzurechnen. Nein, hör auf, alles aufzurechnen. Lass es doch mal sein, meine Güte. Geh nach drinnen und arbeite an der Geschicklichkeit. Muss ich dich resetten? Warte mal. Ich mache das, wenn ich muss. Ja, okay, ich muss. Du komische Frau. Du hast hier doch auch nicht mehr alle. Objekt zurücksetzen. So. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, wie man Sims zurücksetzt, ich habe da ein Tutorial zugemacht. Da erkläre ich, wie das geht. So, Massagefunktion. Ich meine, du kannst die anderen Sachen auch gerne machen. So, wirst du jetzt älter? Yay! Tada! Okay, was wirst du, wenn du groß bist? Oh! Spannend! Böse ist sie außerdem auch noch. Kannst du Geburtstagskerzen hinzufügen, weil ob du böse bist oder nicht, Kind. Der Geburtstagskuchen bleibt ganz. Okay. Ein Sterne-Promi, okay. So. Dann kannst du mal. Der böse Sim kann dann mal die Blätterhaufen wegwerfen, wenn du das hinbekommst. So, was machen die Kinderleins? Du brauchst Aufmerksamkeit und musst nachher schlafen. Wie geht's dir? Dir geht's super. Du könnt. Was ist denn da irgendwie? Ach, das ist. Hier ist ein Teller oder so, ne? Der wie so ein UFO oder ganz merkwürdig im Kamin drin hängt. Das verstehe ich aber auch nicht. So. Kannst du das mal wegwerfen und kannst dann mal hier stapeln, ne? Kind, was ist mit dir? Was musst du eigentlich machen? Was musst du noch lernen? Du musst wahrscheinlich Fähigkeiten haben, ne? Tanzen. Ja, tanzen wäre gar nicht schlecht. Dann kannst du mal hier verwenden gehen. Und dann kannst du mal hier tanzen gehen. Hast du keinen Hunger mehr, Kind? Nee, okay. Was ist mit dem anderen Kind? Mit dir? Kannst du eigentlich, bevor du tanzen gehst, Maggie sollte über weitere Ausbildung nachdenken. Ja, du kannst vorher vielleicht mit dem Kind noch spielen. Dann hat es ein bisschen Aufmerksamkeit und es ist dann noch in den Schlaf lesen. Das wäre eigentlich auch richtig gut. Wobei du musst es eigentlich musst nur mit ihm spielen, weil schlafen kann es ja selbst, ist ja unabhängig. Braucht es nur Aufmerksamkeit, den Rest kann es selber. So, kümmerst du dich jetzt hier darum? Ja, fantastisch. Oh, guck mal, wie schön der Garten ist, ganz sauber. Möchtest du vielleicht auch ein bisschen tanzen? Du hast zwar schon Fähigkeiten, aber so einfach so zum Spaß. So, wie läuft's hier? Läuft ganz gut. Okay. Tja. Das ist ja schon mal gut. Wir möchten mit Cass natürlich trotzdem immer noch ins Weltall. Das ist natürlich auch immer noch Teil vom Plan. Schneewittchen wird angerufen. Wenn es wieder Detlef ist, ist nicht Detlef, ist Joffrey. Hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Im Nachtclub. Warum nicht? Okay. Wisst ihr, was passiert ist? Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Joffrey hat mitbekommen, was Detlef gemacht hat und war so, Schneewittchen, du verkriechst dich nicht zu Hause irgendwie. Nein, nein, wir gehen jetzt nach draußen und irgendwie du zeigst den Leuten, dass es irgendwie alles dämlich ist und es dir überhaupt nichts ausmacht. So denke ich, ist das. Ich würde dann aber sagen, ich beende die Folge gleich hier und dann können wir in der nächsten Folge richtig mit Joffrey tanzen gehen und irgendwie da die Nacht genießen und da unterwegs sein und so weiter. Ja. So. Party mit Gruppenfreunden. Yay! Ach Gott, unser Fan ist hier. Jedenfalls, ich freue mich total, hier ein bisschen mit Joffrey abzuhängen. Ich finde generell, Schneewittchen und Joffrey haben eine sehr schöne
Stiefpapa-Stieftochter-Beziehung hier. Ich meine, eigentlich hat er sie ja wirklich mit großgezogen. Irgendwas sagt es auch hier, ne? Bei Joffrey. Wo haben wir ihn? Joffrey! Das ist Fridolin. Hier. Papi Schatz, genau. Sowas. No. Ja. Jedenfalls, ich beende die Folge hier. Wir machen dann nächste Folge hier weiter und gucken da noch ein bisschen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!